Herzlich willkommen zum kleinen Erklärfilm zur Konvektion. Betrachten wir ein Beispiel. Wir schauen uns einen Körper 1 an, der die Temperatur 1, die Masse 1 und die Wärmekapazität C1 besitzt. Aus dem Kapitel Arbeit und Leistung wissen wir, dass die thermische Energie sich aus dem Produkt aus Masse, Kapazität und Temperatur ergibt. Wenn ich jetzt diesen Körper transportiere an eine andere Stelle und ich verliere keine Energie, dann besitzt auch der Körper wiederum die Masse 1, die Kapazität 1 und die Temperatur 1. Das heißt, ich habe lediglich den Ort transportiert oder verändert. Man kann sich das vorstellen wie eine Thermoskanne, die mit warmem Wasser gefüllt ist, die ich in meine Badewanne ausleere. Dann habe ich die Energie von der Thermoskanne in die Badewanne transportiert. Das heißt, die Konvektion kann definiert werden als Produkt aus Masse, Kapazität und Temperatur. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Betrachten wir einen Raum. In diesen Raum transportiere ich jetzt Energie konvektiv. Die Wärmemenge QK1 ergibt sich aus dem Produkt Masse 1 mal Kapazität 1 mal Temperatur 1. Das heißt, ich bringe in den Raum die entsprechende Energie ein. Gleichzeitig entnehme ich auf der anderen Seite die Wärmemenge QK2, Masse 2 mal Kapazität 2 und Temperatur 2. Das heißt, ich entnehme dem Raum auch Energie. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Masse und auch die Kapazität des Mediums, das sich in diesem Raum befindet, wohl die gleiche sein muss wie die, die ich in den Raum einbringe, dann kann ich das entsprechend gleichsetzen und die Energie, die im Raum verbleibt, berechnen, indem ich die Energie 1 von der Energie 1 die Energie 2 abziehe. Das heißt, das entsprechende Produkt bilde, das andere abziehe, die gleichen Größen entsprechend ausklammere und erhalte die allgemeine Formel für die Konvektion, Masse mal Kapazität mal Temperaturdifferenz und erhalte die Energiemenge, die im Raum verbleibt. Nehmen wir ein weiteres Beispiel, wiederum unseren Raum. Wir bringen wieder Energie ein und entnehmen Energie. Jetzt ändert sich aber, oder ich möchte das Ganze jetzt auf die Zeit beziehen. Das heißt, ich betrachte die Energie pro Zeiteinheit und damit diese Formel gleich bleibt, das Gleichgewicht behält sozusagen, muss ich auf der anderen Seite auch durch die Zeit dividieren. Wenn ich das tue, erhalte ich aber Größen, die ich auch schon kenne. Das heißt, Energie dividiert durch Zeit ist nichts anderes als Leistung, Arbeit pro Zeit. Und die Größe Masse pro Zeit, also Kilogramm pro Sekunde, kann ich umformen zum entsprechenden Massestrom I. Auf der rechten Seite entnehme ich dann entsprechend eine andere Leistung, Leistung 2, Massestrom 2 mal Kapazität 2 mal Temperatur 2. Massestrom und Kapazität sind in der Regel wiederum gleich, wenn das Medium im Raum gleich bleibt und ich keine Masse hinzufüge oder wegnehme. Das heißt, ich kann auch hier wieder entsprechend den Transport berechnen oder die Leistung, Heiz- oder Kühlleistung, die im Raum verbleibt, berechnen aus dem Produkt Massestrom mal Kapazität mal Temperaturdifferenz und erhalte so zum Beispiel die Heizleistung eines Heizkörpers.